Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, es ist halt eben Mitte Herbst, da wird es ein bisschen später erst helle. Gut. Die Laternen aber, sind schon Gold wert. Ja, so eine Laterne, die ist Gold wert, nicht? Die macht schon Licht. So, wir gucken jetzt mal zu unserem Strohballen, wie es dem geht. Er ist nämlich noch da, das ist schon mal viel wert und er hat sogar noch die gleiche Füllmenge wie gestern. Ja. Das ist doch schon mal schön. Also wenn das mit runden Strohballen so gut funktioniert, dann ist ja alles toll. So, ich mache hier auch mal meine Funzel an. So, was willst du jetzt als erstes machen? Wasser, ich glaub, zu den Hühnern. Ich piepe erstmal wie Wasser zu den Hühnern. Weil die wieder sehr viel Wasser verloren haben. Wieso denn die Hühner? Ja, nicht die Hühner. Pferde und Schafe. Okay, dann setze ich mich in den Mähdrescher? Ja. Okay. Ich sitze im Mähdrescher. So, mehr Licht anmachen geht nicht. Sind die Felder fertig? Ja, ich habe sie also das eine habe ich angepiepst hier, das Haferfeld habe ich angepiepst. Ist fertig. Da musst du dann relativ rechtzeitig dann auch mal mit dem Trecker und Hänger dann vorbeikommen, ne? Weil wir ziemlich schnell wahrscheinlich voll sein. Eieieiei. Was machst du denn? Naja, das Mähwerk anhängen, nicht? Warum hast du es nicht von der anderen Seite gemacht? Weil die Aufnahme auf der Seite war? Oh. Ja, ich fahre damit immer zum Feld. Ja, hätte ich auch machen können, wollte ich aber gerade nicht. Dachte ich mir, ach komm, hängst du mal schnell an, Feld ist ja nicht weit weg. Gibt's hier eigentlich einen Kurs für den Mähdrescher? Ja. Gibt's? Schon. Okay, was war das? Alt. Nee. Steuerung. S. Ich muss Feld Nummer 3 habe ich jetzt. 7,5 Meter ist das, ne? Ja. Gut. Aber er ist halt auf der anderen Seite angemessen. Das werde ich doch gleich sehen. Ich kann doch hier mittendrin jetzt eine Spur machen. Wir haben doch GPS, ist doch scheißegal. Ja. Mann. So. Habe ich den Kurs jetzt? Warte, was ist das? Alt C? Ich sehe ihn wieder nicht. Doch, jetzt sehe ich ihn. Jetzt kann ich ihn auch aktivieren. Ja, kann ich. Wunderbar. Und ich stehe sogar genau auf dem Kurs. Das ist ja ein Ding. Ich stehe genau mit dir auf dem Kurs. Sehr schön. Ich bin ja ein Held. Ah, ich muss das mit dem Mähdrescher ausklappen. Warte, dann muss ich jetzt mal auf den Mähdrescher gehen. Mähdrescher aufklappen. Mähdrescher aufklappen. Hä? Wollen wir heute nicht, oder wie? Hallo? Ja. Hallo? Ah ja. Muss es doch nicht aufklappen. Und dann gehen wir mal schön Gas hier. So. Jetzt ist die Frage, mache ich Schwaden oder mache ich keine Schwaden? Nein, ich mache keine Schwaden. Da muss ich gucken, welche Taste das ist. B? B ist das, ja? Glaube ich. B ist Drescher abschalten. Oh, doch. Strohablage anschalten, Komma ist es. So. Komma. Bisschen muss ich mehr geben. So, legen wir schön das Stroh hier hin und dann geht's los. Übrigens, der Wassertank ist schon wieder unter 50%. Na, ist doch schön. Der wird leer, glaube ich sogar. Nein, 6% sind drin. Okay. Was denn? Oh, es gibt ordentlich Hafer. Ist das schon voll? Nee, aber 30% habe ich schon. Und bin jetzt eine Bahn voll hochgefahren. Ja, ich bereite schon den Hänger vor. Ich müsste ja Vorgewinde schnibbeln hier, ne? Naja, gut. Machen wir gleich.
Also du scheinst das von der Seite abgemessen zu haben, weil du hier genau auf der Kante landest. Ja, vielleicht passt's mit der Größe auch. Ja, das kann natürlich sein, ja. Wir können ja mal Glück haben. Ich habe heute übrigens, also ich bin ja heute wieder zu Fuß von der Arbeit zur Arbeit gegangen, ne? Ja. Dann habe ich dann auf dem Rückweg dann gefragt, so, was machst du heute Abend noch? Also meine Kollegin, ne? Ja, dies, das, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe um 20 Uhr einen Aufnahmetermin. Naja, gut. Ist jetzt ein bisschen früher geworden. Jetzt gefragt, was machen wir denn? LS. Und dann habe ich ja noch von dem Mod erzählt und von den Problemen, die wir haben. Standen wir da auch eine Viertelstunde vor ihrer Haustür. Ich weiß nicht, ob sie nur so getan hat, dass es sie interessiert, oder ob ich nur das Gefühl habe, dass es sie interessiert. Bei wie viel Prozent sicher. Bist du jetzt? 60. 60. Okay. Ich fahre jetzt aber hier einmal quer unten lang. Ah, aber in die falsche Richtung. Willst du nicht noch einmal rauffahren? Dann kann ich während dem Rauffahren abholen. Oh. Obwohl, will ich querfahren? Ja doch, ich will eigentlich querfahren wegen Vorwände, weil es gehört sich ja nicht so, aber... Wichtiger ist oben das Vorgewinde. Komm in die Richtung. Ah, braucht ein bisschen. Die 7,5 Meter muss er erstmal in Wallung kriegen hier. So. Oh. Ich glaube, du kannst gar nicht während der Fahrt, weil das Rohr zu kurz ist, oder? Ah, nein, doch geht. Das geht sich aus. Dann kannst du ja gleich Hafer bei den Schweinen, bei den Pferden abliefern mit Schwein, sag ich schon. Also es wird weniger im Bunker, aber sagen wir zäh. Also das ist wirklich, kommt fast so viel vorne rein, wie du ab, wie ich abbunker. Ja, dann müssen wir kurz warten. Nö, es geht. Also wir sind jetzt bei 18%, also es ist schon weniger geworden. 8%, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, ich fahre noch ein bisschen hinter mir. Ja. Die Schwartablage sieht aber schwierig aus. Also da fällt wirklich, da ist immer bloß ein Schwart hinter mir. Ich sehe kein Stroh rausfallen mehr aus meinem. Sieht mir etwas merkwürdig aus. Du lässt aber, hinterlässt eine komplette Spur. Ja. Oder was? Ja, ja, das sehe ich auch, aber es, hinten aus dem Auswurf ist halt keine Animation so richtig. Ah. Fahren wir ja ein bisschen Freihand, nicht? Einmal so lang und einmal wieder zurück. Dann haben wir hier vorgewendet, dass wir den schön immer auf dem Feld auf die Wände machen können. So wie sich das gehört. Hast du mitgekriegt, PewDiePie hat die eine 100-Millionen-Grenze erreicht? Ja, das ist schon ein Wahnsinn. Ja. Die haben ja für ihn extra einen neuen Play-Button eingeführt gehabt. Aha. Schreit der? Sinnlos? Was? Ob der sinnlos rumschreit? So wie PewDiePie, der schreit für mich nur sinnlos rum. Irgendwie kann ich es nicht bei den Pferden abladen. Hafer. Na, dann ist vielleicht der Hafer noch voll bei den Pferden. Weil ist der Druck noch voll? Ja, ist er. Na ja, gut, dann halt nicht. So, ich hole noch kurz Wasser für die Tiere. Okay. Du sagst, wenn du wieder fast voll bist, dann komme ich wieder. Ja, ich bin jetzt bei 33%. Du kannst natürlich auch schon die Ballenmaschine schnappen und Ballen machen, dann, ne? Deine ja, Ballengelegenheit. Aber ich wollte noch das Wasser auffüllen. Also beim Ernten kriege ich wirklich 3 Mann beschäftigt. Also da wäre vielleicht, also so eine Dori wäre dann nicht schlecht, wenn wir die noch hätten. Ja. Die nur regelmäßig noch Ballen presst und so. Darfst nur nicht die Querlinien, die darfst du natürlich nicht pressen, aber die hoch runter, die kannst du schon pressen. Aber auf der Querlinie fahre ich ja noch hin und her denn. Ja, aber wenn ich da ein bisschen Strom mitnehme, ist ja egal. Ja, wenn du Strom mitnimmst, ja, aber du darfst da keinen Ballen ablegen quasi. So. Der würde mir bloß im Weg rumliegen. Oh, hier ist sogar schon verdorrtes Zeug, steht hier rum. Okay. Okay. Haben wir zu weit gespult? Nee, das passt da einfach. Das ist dann da auf dem Acker, war es zu trocken, dieser Quadratmeter oder irgendwas, ne? Mhm.
Tastenbrillen habe ich wieder drin. Wie schaut es aus? 69. Weiß auch gar nicht. Wie sieht's denn hier aus? Erntereif. Sieht aber auch ziemlich verdorrt aus zum Teil hier drinne. Also hier sieht auch so, jede zweite Pflanze sieht hier drin eigentlich eher verdorrt aus. Boah. Willst du mitfahren? Oder willst du einen ausleeren? Wie du willst. Na, dann machen wir ausleeren. 10 Minuten haben wir noch. Kann man da dann irgendwie den Ertrag erhöhen, oder? Was? Wenn es halb verdorrt ist. Er sieht nur so aus, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt. Also es sagt eigentlich, es ist die erntereif, aber so irgendwie sehen da so ein paar Pflanzen aus, die auch verdorrt sind. Kannst ja mal auf der Karte gucken, ob du irgendwas siehst, was da verdorrt steht oder so. Mhm. Werde ich gleich machen. Ich war gerade nur mit einem Wassercontainer zurück. Ah ja. Ja, während der bei dir ausleert, kann ich ja... Naja, das kannst du machen. Fahren. Schafft der grüne Hänger die Zugmaschine? Ja, der schafft ihn. Naja. Der erste Ballen wird ja noch ein Heuballen, ne, den du rausschmeißt. Weil da hast du ja noch einen halben Heuballen drin und dann, der wird dann voll gemacht einfach. Du kannst ja nochmal unseren Strohballen angucken, ob der noch 1752 Liter hat. Oder 53. Ja. Super. Ja, das ist doch alles gut. Wenn jetzt die Schafe dann nachher nach dem Winter wird auch noch lustig. Wir haben den ersten auf unserer Übungskarte, haben wir ja mal ganz kurz so bis zum Winter durchgespielt. Also da liegt ja dann wirklich Schnee rum, ne? Ja. Das war echt geckig, weil dann konnte man mit dem Schneepflug auch Schnee durch die Gegend schieben. Kostet eine Schneeschaufel? Was? Was kostet die Schneeschaufel? Keine Ahnung, wir werden sie trotzdem nicht kaufen. Weil da könnte man eigentlich so Missionen machen, Schneeschaufeln und so weiter. Ja, da kriegst du ja kein Geld für. Ja, wäre aber lustig, wenn man Geld dafür bekommen würde. Ja, das stimmt. Du wolltest ursprünglich keine Rundballen machen. Das ist richtig. Aber jetzt zwingt uns der Mob zu Rundballen. Naja, das Geld zwingt uns zu Rundballen. Das der Mob zwingt uns zu Ballen und das Geld zu Rundballen. Ah ja, das ist nochmal ein Heuballen, ja. Mhm. Na, macht ihr nicht. Heuballen brauchen wir ja auch für die Schafe zum Füttern. Und für die Pferde auch zum Füttern. Ja. Wir müssen die Ballen halt eben bloß gut weglagern, ne, die wir dann brauchen. Also wir brauchen pro Spieltag brauchen wir ein bisschen mehr als einen halben Ballen bei 6 Pferden. Ich würde gerne noch auf 8 Pferde gehen, weil wir uns das leisten können mit dem Hafer und allem, was wir haben. Von daher würde ich sagen, müssen wir uns pro Spieltag einen Ballen zurücklegen. Also einen Strohballen und einen Heuballen oder so. Weiß nicht, ob ein Heuballen auch weggeht pro Tag. Das werden wir sehen. Aber das würde ich jetzt erstmal... Ja, lieber zu viel. Ich meine, wir können es ja dann quasi noch verkaufen, wenn wir... Und dann ist es auch gut, dass wir da zwei Kammern haben. Dann machen wir den einen machen wir Heuballen rein, den anderen machen wir Strohballen rein. Und der eine ist eh schon Heu. Ja. Den wird schnell und dann sollte das funktionieren. Das ist nur die Frage, wie es beim nächsten Regen... abläuft, ne? Meinst du wegen der, ob das Dach dicht ist? Genau. Das glaube ich schon, weil reingeregnet hat es nie. Die Animation zumindest. Ja, aber hat es schon mal geregnet, seitdem wir das Ding haben? Ja. Ja, okay. Ich glaube schon. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Na, mach doch mal die Mirische aus. Ich bin bei 80%. Okay. Ah, da oben bist du. Ja. Das heißt, du schaffst die Bahn nicht mehr, oder? Nein, ganz runter komme ich nicht mehr. 83%. Oh.
Ich fahr langsam, dann kannst du das mal umdrehen. Sollte sich ausgehen. Wie viel hast du denn schon drin jetzt? Knapp 8000, oder? 60%. Ja. Im ersten Anhänger. Ja. 60% im ersten Anhänger, das ist ja noch nicht so viel. Schön. Wie viel Hafer haben wir denn oben im Lager? Weißt du das? Aber eingelagert haben wir ja noch was, ne? 30% haben wir noch drin. Die 500 sind noch drin. Dankeschön. Olli, die kurz das Kind. Olli, Stroh kommt hier raus, ne? Ja. Glaubt man gar nicht, wie viel Stroh hier aus dem Hafer rauskommt. Also Hafer ist, glaube ich, so das Effektivste überhaupt, was so an Frucht angeht. Okay. So, als nächstes müssen wir, wir können ja das ganze Jahr über, also wir müssen uns 24.000, ja, da müssen wir uns hinlegen. Bei Verdort steht nichts beim anderen Feld. Also nur Keimung fehlgeschlagen und nur so ein ganz kleines Kastel bei uns auf dem Feld jetzt, aber das, da bist du eh schon vorbei. Ah ja, okay. Na gut, dann ist es, dann war das, sah das bloß so aus. Machst du nichts, ist halt so. Ah, die haben ja gesagt, sie haben auch neue Texturen und so gemacht teilweise. Ja, ja. Kannst du ja mal unsere Strohballen angucken, ob die jetzt weniger werden oder nicht. Weil die haben ja standardmäßig 4000 Liter und jetzt der erste Ball, der liegt ja schon eine Stunde auf dem Feld. Der müsste dann ja eigentlich schon weniger geworden sein. Ah, wie schaut denn der Wetterbericht aus? Für heute sonnig, glaube ich. Abends noch ja vielleicht irgendwann Regen. Okay, na, weil wir da halt vorher die Strohballen reinschaffen müssen. Sonst kriegen wir ja. Ja, wir sind ja Herr der Uhr. Lass das mal auf 5 ein bisschen weiterlaufen, das ist mir nicht weiter schlimm. Wetter. Dann heute sollte es durchgehend sonnig sein. Ja, schön. Passt gut. Niederschlag 0%. Ja. Bevor ich wieder vergesse, sämtliche Screenshots zu machen. Hast du mal bei einem Ballen von uns geguckt, wie groß der ist? Also von denen, die auf dem Acker liegen? 4000. Sehr schön. Also wird auch nicht weniger. Ja. Ja, wenn der eine halbe nicht weniger wurde. Ja, kann ja sein, dass unsere eigenen Ballen wieder eine andere ID kriegen oder irgendwas und dann das da nicht funktioniert. Weißt du wie? Möglich. Kein Vertrauen mehr in das Spiel. Naja, manchmal so ein gebranntes Kind, ne? Ich habe mir ja gestern den Film Bad Spice angeschaut. Und die waren für euch? Bad Spice, Mila Kunis und keine Ahnung, wie der andere heißt. Auf jeden Fall, hat das auch teilweise in Wien gespielt und das war so schlecht. Also, die Kennzeichen hatten halt A, U, T statt W, aber okay. Nicht alle, sondern nur welche. Also die Szenen, die es wirklich in Wien gedreht haben, dürften W drauf haben. Mhm. Und die, die es nicht in Wien gedreht haben... 75%. Okay. Die haben halt AUT als Kennzeichen für Austria. Nicht für Australia? Nein, das wäre AUS. Aus.
Ja. Und ja, der Wiener Hauptbahnhof hat halt überhaupt nicht wie der Wiener Hauptbahnhof ausgeschaut, aber das lasse ich mir noch einreden, weil... Sah aus wie der in Bratislava, hä? Nein. Also es hat wie ein österreichischer Bahnhof ausgeschaut. Also. Es ist auch wie ein Hauptbahnhof an den Schildern gestanden, aber es war halt nicht der Hauptbahnhof. Weil der Granit, der dort verwendet worden ist, den gibt es am Wiener Hauptbahnhof nicht. Das ist nämlich mein täglicher Umstiegsbahnhof. Ah ja. Wenn ich zu Uni fahre. Gut, aber meine lieben Leute, die Folge hat ein Ende gefunden. Das war eine Runde LS19 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Mit den Strohballen haben wir uns jetzt auch einig hingekriegt, dass wir die Rundballen nutzen können. Das finde ich klasse. Wir werden auch diese Ballensammelmaschine noch kaufen für 39.000. Die können wir uns leisten. Und dann gucken wir mal weiter, was wir uns noch so leisten können. Das Chaos war bei uns. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. So, wir bunkern jetzt hier ab und in der nächsten Folge geht es dann mit der nächsten Sache weiter. Wo steht denn vor, bitte? Vor? Ja. Tschüss. Tschüss. Irgendwie passt das.